So, willkommen zurück bei Let's Play Resistance Fall of Man. Wir befinden uns in London in einem alten Bahnhof oder keine Ahnung was. Wieder auf uns allein gestellt, mitten im Mist, halbtot. Und wir sollen eine Landezone freiräumen von Pirscher. Das sind diese großen Viecher. Ich ganz alleine, habe ich ja auch bisher immer ganz toll hingekriegt. Ach ja, ich rede so viel. Ich mache einfach mal weiter hier. Den Platz habe ich jetzt hier auch freigeräumt. Mal eben so. Ich bräuchte mal wieder Gesundheit. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück und hole mir Gesundheit. Da lag ja so viel. Ich hoffe, es passiert nichts, wenn ich jetzt hier zurückgehe. Da liegt zum Beispiel was. Ups. Und der Ordnung halber hier auch nochmal reingehen, gucken. Liegt da vielleicht auch noch Gesundheit? Nein, aber Shotgun-Muni. Hier liegt auch keine Gesundheit mehr, ne? Nee. Naja, gut, ist ja nicht so, dass ich gar nichts mehr finde hier in diesem Spiel. Hier liegt ja immer eigentlich großzügig verteilt Gesundheit. Was ist das denn? Warte, wo habe ich es jetzt gesehen? Da. Ach, eine Lampe, okay. Ich dachte irgendwie so ein großes, hässliches, nacktes Vieh. Okay, gut. Keine Gesundheit mehr hier, aber wir machen... Was sind immer so unheimliche Geräusche? Ich denke mal, die springen jetzt gleich. So, die sind auch alle tot. Kaputt! Da liegt noch eine Gesundheit. Kaffeebar. Das sieht ja echt Dings aus. Ja, ich stehe gerade so ein bisschen ausdrucksmäßig auf dem Schlauch. Ist auch wieder eine Bar. Hier gibt es irgendwie nur Bars und Kneipen. Das gute Obst. Stand denn da? Brickton Pier, Day Excursion. Keine Ahnung, was das heißt. Skaggy is so smashing. Okay. Behalten wir im Hinterkopf. Wir müssen das Treppchen hoch, gehe ich mal von aus. Wow, wow, wow. Upsala. Wollte ich es doch gar nicht. Ich wollte es da reinwerfen. Ich auch. Merkt schon, es wird ein bisschen trickiger. Was ist denn jetzt kaputt? Euch kriege ich auch noch klein. So, schnell hier rein. Ich komme bestimmt da auch wieder gleich alle raus. Ich dachte schon Informatione. Aber hier ist nur ein Bild von einer Flasche. Ne, die Flasche ist kaputt. Die Flasche ist wirklich da und wirklich kaputt. Und da kommen bestimmt gleich ganz viele Feinde raus. Oder die Dinger. Das kann natürlich auch sein. Der Zapper ist nur leider leer. Tja... Warte.
Ja. Aber bei den ganzen Kram auf dem Boden kann man auch schlecht erkennen, ob hier irgendwo Informationen liegt, hä? Ich höre doch schon wieder irgendwas. Da rollt noch was. Da, siehst du? Das Fieder, das rollt da hinten. Das findet mich nur nicht. Ah, jetzt findet es langsam den Weg. Da kommt es. Tö, ich wusste, ich höre was. Ja, ist es schön, ist es schön, ist es schön. Haben wir auch London mal gesehen. Drecksvieh. Punkt, ich habe mich erschrocken. Hey, du warst doch hier drin. Ich wollte das sagen. Habe ich mich wirklich erschrocken. Springt er einfach links raus? Tja, ja, so schnell kann es gehen. Da, draußen. Okay. Das finde ich gemein. Aber das Spiel kann man auch zu zweit spielen, würde ich sagen. Hallo, wieso macht denn das nix? So. Der wäre weg. Aber ich bin auch fast weg. Ich bräuchte jetzt nochmal wieder Gesundheit. Da ist einer, ich habe den gesehen, aber ich brauche trotzdem erst wieder so ein bisschen Gesundheit. So, jetzt kann er kommen. Ach du Schande. Weicht der zurück? Weichen die vor mir zurück? Die kleinen Schlappschwänze? Das klingt schon wieder so, als wird... Genau, als wird... Ah! Irgendwas auf mich zugerollt kommen. Aua, 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 aua. Ja, ist ja gut, ich gehe schon wieder hier rein. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Aua, scheiße. Nein, jetzt darf ich den ganzen Weg normal laufen. Ihr seid doch doof. Ihr seid doch alle scheiße. Ich laufe einfach jetzt mal weg. Ich laufe in die verkehrte Richtung, sehe ich gerade. Rollen die mir jetzt alle entgegen? Das könnte gut sein, ne? Das Geschmatze kommt jedenfalls näher. Jetzt nur nicht erschrecken, wenn die gleich auf einmal vor mir anrollen. Wo ist, darf ich den ganzen Weg nochmal laufen? Na super. Ja, ich bin gerade ein bisschen angespannt, deswegen sage ich nicht so viel.
Ich bin froh, weil ich aus diesem Gebäude raus bin. Hier schmatzt auch noch irgendwo was rum. Ich sehe es nur jetzt auf die Schnelle nicht. Was ist das? Noch mehr Geschmatze? Ich glaube nicht, oder? So langsam wird es aber knifflig. Kann man... Ja, geiler Scheiß. Noch mehr Geschlabber. Und ich hab doch... Oh. Jetzt immer viel zu viel von den Dingern. Das ist wirklich ein Sapperdingen und tot sind die Viecher. Okay. Das war die Bouncing Betty. Schön mit dem Dingens daneben. Kann ich auch nicht benutzen, das ist schade. Boah, ja. Geht's noch größer? Ja, genau. Wo bist du denn? Ich höre dich grunzen, ich sehe dich nur nicht. Da. Hopp. Ach, ich habe gar keine... Aua. Keine Granaten mehr. Ich habe gar keine Granaten mehr. Das ist natürlich, tragisch. Hailstorm, ne? Da habe ich nicht mehr so viele von. Ich verwechsel den Hailstorm immer mit dem Zapper. Ich bin zu nah dran. Ich bin zu nah dran. Wieso nehme ich eigentlich nicht von die... Ja, toll, Kontrollpunkt erreicht. Das heißt, hier scheppert es gleich wieder im Karton. Die Musik lässt auch auf nichts Gutes schließen. Oh, Informationen. Wie komme ich da rein? Gar nicht. Doch da. Da, Informationen. Ups. 29.09. Kommandozentrum komplett versiegelt. Vielleicht ersticken wir, aber wir lassen keine Kriecher rein. 7.10. Gräber haben mit Scharen von Flinkschädeln Tunneln gegraben. Die Bestien werden kreativ. Wir sind nun rund um die Uhr auf Patrouille. 14.10. Sie haben sich wieder eingegraben. Diesmal waren keine Bestien im Tunnel. Es war die Themse. 15.10. Fast 14.000 Soldaten sind in der Basis ertrunken. Knapp 200 haben überlebt. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Ach du Schande. Ach du Schande. Haben die sich verbarrikadiert und wurden von den Viechern ertränkt. Ich mag dies hier nicht. Ich mag dies hier ganz und gar nicht. Genau deswegen. Was sagst du? Kommst du noch einmal her? Stipp doch einfach. Nein, 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 stipp doch einfach, stipp doch einfach. Boah. Drecksvieh. Schön hier, schön.
Wow, 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 wow. Warte, das sind die kleinen Krabbelfiecher. Da habe ich doch die hier für. Ach so, ja, wenn du mir schon entgegenkommst, bist du selber schuld. Da schlabbert immer noch einer rum. Oder das waren nur die Geräusche der Kleinteile. Guten Tag. Ich höre da immer noch was kriechen und krabbeln. Ich bin angespannt. Und jetzt ist hier auch noch so ein großer Saal. Ich finde es total toll hier. Eia! Oh nein, bitte nicht. Nein! Ach, was soll's, gib mir den. Wo ist der andere? Da. Genau, ich schieße schön hinter ihm her. Ich treffe ihn nur leider überhaupt nicht. Hallo? Der schon wieder. Ah, wo kommen die denn? Ach, von da! Kleiner Dreckskerl hängt über mir und sagt nichts. Von wo? Da. Shit. Blase zum Nahangriff. Ja. Definiere groß. Da spalten sich ja bei Männern und Frauen die Meinungen. So, davon habe ich wieder genug. Okay. Eine große freie Fläche. Angespannt. Merkt man gar nicht, oder?